«Da komm ich» heisst das Debütsingle vom Basler Mundartsänger Greg. Am 21. Oktober spielt er all seine neuen Songs live im Theater Arlecchino zu Basel. Und heute ist er bei mir im Regiostudio. Herzlich willkommen, Greg. Schön, bist du heute bei mir. Hallo, Anja. Schön, dass ich da bin. Du bist 60 Jahre jung, hast schon eine bewegte Lebensgeschichte hinter dir und hast dich jetzt dazu entschlossen, deine eigene Musik zu machen und eigene Songs zu veröffentlichen. Wieso jetzt? Ist der Wunsch quasi über Nacht entstanden oder hast du schon lange gewusst, eines Tages will ich Musik machen? Also es ist nicht so, dass ich erst jetzt anfange Musik machen. Ich, seit ich 25 bin, schreibe ich Musik, aber einfach nur für mich. Mhm. Nie etwas veröffentlicht, nie mit etwas nach außen, aber eine riesige Sammlung zusammen gehabt und vor ein paar Jahren irgendwie gefunden, hey, jetzt musst du doch mal etwas machen. Damit, aber nie die rechten Leute gefunden, bis dann vor 4 Jahren, wo das Ganze plötzlich ganz rasant vorwärts gegangen ist. Und dann hast du einfach gefunden, jetzt ziehe ich das durch, jetzt mache ich das, jetzt ist es. Ja, ich habe einen tollen Pianist kennengelernt, unter anderem Pianist bei Nicole Bernecco. Und der wollte mir ein paar Sachen von mir hören und gefunden, hey, du musst etwas aus dem machen, unbedingt. Und dann ist es losgegangen. Mhm. Und zwar wie eine Rakete ab. Ich habe Gesangsunterricht nehmen, intensiv die Songs produzieren. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen und gesagt haben, jetzt haben wir so viel daran geschafft, so viel investiert. Jetzt wollen wir an die Öffentlichkeit mit. Jetzt kann es an die Öffentlichkeit gehen. Eben vor ca. 4 Jahren hast du angefangen, dich weiterzubilden. Du hast Gesangsunterricht an der Voice Academy von Bo Katzmann. Mhm. Hast ihm auch deine Texte gezeigt und richtig, mit ihm zusammen die Songs arrangieren, produzieren. Hast du jetzt im Powerplay-Studio in Mur die Songs aufgenommen. Wie war das für dich, so eben deine Songfragmente mal jemandem zu zeigen und die weiterzuentwickeln und jetzt das fertige Baby quasi zu haben, die Songs endlich zu hören in fertiger Form? Ist natürlich fantastisch gewesen. Vor allem war es toll gewesen, dass ich das Glück hatte, mit ganz tollen, zum Teil international erfahrenen Musikern zusammenzuarbeiten. Und wenn dann so Leute kommen und sagen, hey, weißt du was, das ist einfach gut, da machen wir etwas draus, wir sind dabei, dann motiviert das natürlich grauenhaft. Und dann in einem Powerplay-Studio, Fachleute kennen das, ist eines der renommiertesten Musikstudio in der Schweiz, wo wirklich Weltstars produziert haben. Und dass ich dort mit einem Produzenten, wenn man aus Wiesendanger, der unter anderem für DJ Bobo Songs produziert, zusammenarbeiten, das hat natürlich noch mehr motiviert. Deine erste Single heisst «Da komm ich». Da schauen wir gerade noch ein bisschen ins Musikvideo rein. Mhm. Was ist die Message von diesem Song und wieso hast du da als erste Single ausgewählt? Zum einen ist es ein Power-Song, der sagt, hey, ja, ist doch egal, wie alt ich bin, ist doch egal, was bis jetzt war, ich mache das, ich tue dort meine Träume verwirklichen. Mhm. Und das soll auch ein bisschen eine Message an alle Leute sein. Hat jeder irgendeine Idee? Und die einfach auf die Seite legen, nein, irgendwann ist das Leben vorbei und dann finden wir es schade, dass man das nicht gemacht hat. Probieren, es muss ja nicht immer so etwas Gespundenes sein wie jetzt bei mir. Aber hey, Leute, die in eure Träume verwirklichen und probieren etwas aus eurem Leben zu machen und glücklich zu sein. Du hast ja einen recht mutigen Sprung gemacht aus dem vorigen Berufsleben jetzt so in die Musik. Wie erlebst du die neue Welt, quasi die Musikwelt? Es ist spannend, dass man sieht, dass als Nicht-Musiker haben wir das Gefühl, das ist so ein bisschen eine lustige, lockere Sache, die Musikmacherei. Und dann merkt man plötzlich, dass das ein Business ist. Es ist ein Geschäft, wo ein Haufen Leute involviert sind, wo man mit Fachleuten muss zusammen machen, wenn man auf ganz hohem Niveau will Musik machen. Und das ist dann natürlich schon beeindruckend. Es ist auch beeindruckend, was das Ganze natürlich auch
an Investitionen muss mit sich bringen. Mhm. Also das war auch eine grosse Überraschung. Ja, ja, das ist so. Jetzt am 21. Oktober hast du die Live-Showcase im Arlecchino. Freust du dich, mit Live-Bands zu performen? Natürlich, es ist jetzt das dritte Konzert mit diesen Live-Musikern zusammen. Und wie gesagt, das sind fantastische Musiker aus der ganzen Schweiz, die da bereit sind, mitzumachen. Das sind Leute, die schon mit Joe Cocco oder Phil Collins auf der Bühne gestanden sind. Also wirklich renommierte Vollprofi-Musiker. Und ja, natürlich freue ich mich auf das. Riesig. Ja. Und ich hoffe, dass wir wirklich dort ein bumsvolles Theater haben. Weil es ist auch, die Medien sind eingeladen. Und da werden wir natürlich zeigen, dass wir auch hier in Basel wirklich ganz tolle Mundartmusik machen können. Auf hohem Niveau. Was sind so deine Wünsche, Träume und Ziele für deinen weiteren Weg? Es wäre natürlich schön, wenn ich diese Musik dürfte in die ganze Schweiz verbreiten. Wir sind jetzt dran, 17 Songs zum fertig produzieren. Und ja, das gibt dir natürlich eine tolle Show. Wir sind da, uns vorzubereiten. Und jetzt ist einfach die Frage, gefällt es den Leuten, gefällt es den Medien vor allem. Und das ist ja das Schwierige an der Musik. Es wird so viel tolle Musik in der Schweiz gemacht. Es hat ganz viele tolle Künstler. Aber wenn man nicht die Medien, nicht das Radio im Rücken hat, die einem tragen, die einem fördern, dann hat man einfach keine Chance. Wir haben jetzt das grosse Glück auch gehabt, dass wir mit dem neuen Song jetzt schon beim SRF gelistet sind. Also an alle, wenn ihr den Song «Dogomir» von Greg wünschen wollt, er wird gespielt, er ist im Archiv vorhanden vom SRF. Super, danke Greg. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg am 21. Oktober und weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön vielmals. Kommt alle, es hat sicher noch ein paar Plätze frei im Arlecchino am 21. Oktober. Ich freue mich. Ich komm, ich will, ich mach, ich tue. Solange ich's nicht gemacht habe, gebe ich keine Ruhe.